Mädel Leute, Ed Sattler hier mal wieder ein Besuchsvideo mit interessanten Einblicken. Kick unter anderem mit einem Gespräch mit der lokalen Polizei über die Doku und einer Konversation mit einem Nachbarn. Das Ortsschild ist hier schon mal im Partnerlook mit der Schanze. Doch erstmal der traditionelle Besuch des Rewe Matthias Zwingel. Löschzwerg muss hier natürlich sein. Ed Sattler ganz klar. Dann kann es auch zu einer ersten Erkundungstour nach Altschauerberg gehen, der Ort wirkt wie leergefegt. Ein Kontrast ist hier erkennbar, viele Gebäude sind ähnlich heruntergekommen wie die Schanze, andere sehr gepflegt. Leider lässt sich Rainer hier noch nicht blicken. Aber Ed Sattler erstmal etwas bei der lokal bekannten Pizzeria konsumiert. Die Familienpizza würde ich mir ins Regal stellen, Lil. Personal war sehr nett. In der Pizzeria kam es jedoch noch zu einer interessanten Diskussion. Es stellte sich heraus, dass unser Sitznachbar ein Nachbar von Rainer ist, welcher uns sein Bild der Lage vermitteln konnte. So teilte er uns mit, wie unsinnig er die Aktionen der Pilgerer findet. Er war fest davon überzeugt, dass der Heißluftballon in Rainers letztem Video ebenfalls von Pilgerern stammte, weil er sich so lange über der Schanze aufhielt. Bezüglich uns meinte er auch, dass dieses Gespräch hier eh aufgenommen wird und im Internet landet. Weitere Sachen, die hier fielen, waren zum Beispiel: Hier gibt es keine friedlichen Besucher. Wenn er in der Anstalt ist, kommen die Blöden auch noch. Das Finanzamt war bei dem, der darf keine Boster mehr verkaufen. Letztes Jahr musste ich eine Gruppe von 40 Leuten zu Rainer führen. Der Rainer schläft den ganzen Tag, nur wenn's Fenster offen ist, ist er wach. Der Rainer muss endlich was Richtiges arbeiten, anstatt an dieser Elektrokiste zu sitzen. 6000 Mull war die Polizei schon da, die Polizei liebt Rainer. Solang wie der Rainer lebt, leckt sich das nicht. Ja, wegen der Doku bei ARD kommen Ed Sattler nur noch mehr, der Lifehels ist auch so einer, Rainer ist selber schuld, er hat bei der Doku zugestimmt, wenn er was anderes sagt, lügt er. Zuletzt wies er die Kellnerin mit: Hier sind Fans von unserem Lord auf uns hin. Diese entgegnete mit: Ist mir egal. Der Nachbar war aber in Anbetracht der Situation sehr nett. Dann konnte es wieder zur Schanze gehen, Lil. Doch wir erlebten eine Überraschung, die Polizei war vor Ort. Rainer kam ebenfalls recht zügig aus seinem Hof geschossen und erklärte uns, dass wir sofort umdrehen sollen. Wir verweilten in Position. Als die Polizei auf uns zufuhr, distanzierten wir uns. Die Polizei folgte uns jedoch, war aber sehr nett. Die zwei Polizisten erklärten uns lachend, dass wir den lieben Herrn Winkler bitte nicht nerven sollen, zudem sei das Ganze doch auch nicht so spannend. Ich entgegnete mit: Doch, schauen Sie doch die Doku von Dennis Leifels. Darauf bekam ich die Rückfrage. Die am Montag, ich entgegnete mit: Ja, 22.45 Uhr im ersten Komma, Has ist Ihr Hobby ist der Name? Die Polizisten entfernten sich zügig und freundlich. Ed Sattler wollten wir also zu Rainer zurücklaufen, doch er kam uns schon mit entgegen. Leider entfernte sich der Lord dann wieder zügig, naja, kann man nix machen. Ed Sattler noch ein Lied zum Abschied.